Hi Leute, ich bin's wieder, Killiko, und heute dachte ich mir mal, nichts von Rammstein, heute mal das Till Lindemann-Album, sein allererstes Solo-Album Skills and Pills. Gibt's im Fanshop, auf rammsteinfanshop.de oder beim Lindemann-Fanshop. Die normale Variante kostet 17,90 und die Special-Variante, die ich habe, kostet 20 Euro. Ja, ich hole meistens immer die Special-Variante. Ich kann euch zeigen, der Unterschied ist einfach optisch gesehen nichts, es geht mich um den Inhalt. In der Special-Variante ist nämlich noch hier ein kleines Buch mit drin, was bei der Standard-Variante nicht mit drin ist. Alle Songtexte, paar Bilder, und ich muss sagen, dieses Bild habe ich mir auch als Poster geholt. Finde ich einfach total geil. Und ja, gefällt mir als Poster sehr gut wieder. Das sind halt die Bilder zu den jeweiligen Songtexten und Varianten. Ja. Das ist die Scheibe. Ich hole sie mal raus. Die CD sieht an sich total geil aus. Wie gesagt, Skills and Pills, das erste Album auf Englisch. Ja, also ich bin ehrlich, das gefällt mir auf Englisch nicht so, weil, ja, Sänger, die, ja, ich finde immer deutschsprachig blöd, wenn sie dann Englisch singen. Das finde ich mal total dumm. Ja, aber ich habe es mal probiert, mir die Texte übersetzen zu lassen. Kann man ja machen, Google eingeben, übersetzen lassen. Jetzt geht die Scheibe wieder nie rein. Das ist typisch. Ich will euch was zeigen und dann funktioniert wieder nichts hier, ey. Ja, ich habe es mir übersetzen lassen und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich jetzt Skills and Pills oder Ladyboy auf Deutsch übersetzen lässt, klingt es einfach nur total beknackt. Bin ich eigentlich total beknackt, klingt das total dumm. Einfach nur dumm. Das ist die Rückseite hier. Wie Till Lindemann und Peter Tätschkin wieder zusammen. Super Album gemacht. Ich bin ehrlich, also mir gefallen ja so viele Lieder drauf. Also Ladyboy zum Beispiel. Fish On gefällt mir sehr gut. Golden Shower, Yogon fällt mir gut, Razorboard, ja, es ist eigentlich, das ganze Album gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, auf Englisch halt, auf Deutsch habe ich es mir übersetzen lassen, klingt gleich beschissen, aber was soll man machen? Wie gesagt, ich kann auch auf Englisch den Text mitkrölen, das ist mir egal, wenn es einfach mit 3,8 auf dem Kessel oder bei 20.000 Leuten ist es eine Schnippe, wie man das singt. Ob es jetzt so nun, ja, gut, singen kann man sich ja immer, ne? Ich meine, wenn ich singe, das klingt eh immer so, als ob mein Tier auf den Schwanz tritt, aber ist egal. Wie gesagt, am 23.11. kommt dann vom Lindemann das zweite Album und ich finde halt, dieses Album ist total geil und halt, mir gefällt wirklich am meisten an diesem Album auch dieses wunderschöne Booking dazu. Das, ja, gerade diese Bilder, das muss man erstmal alles haben. Man, ihr kennt ja Till Lindemann, ne? Der ist ja so ein bisschen, naja, bisschen verrückt, der Kunde, aber macht geile Musik, ne? Wird als Solo-Künstler würde ich mir den auch gern live angucken. Also, da ist jetzt nicht so, wie ich sage, ach nee. Doch nicht, aber den würde ich mir gerne live angucken, weil der hat live bestimmt genauso viel drauf. Wie dieses rollende R kommt im Englischen nicht so super wie im Deutschen, aber ist ja, mein Gott, da bringt ja diesmal was auf Deutsch dabei, das ist gut, ne? Wie das ist, Skills and Pills, davon gibt es die Auskopplung Fish On, glaube ich. Ja, die habe ich zu Hause, genau. ja. Das Video von Fish On müsst ihr euch mal angucken, das ist eigentlich das Beste daran. Also finde ich jetzt, also ich finde Fish On ist ein super geiles Single gewesen mit einem super geilen Video, aber das muss man erstmal können, ne? Ja. Ach ja, und genau, Brazerboard gab es noch die Auskopplung, aber die Single habe ich ist untergegangen. Die muss ich mir noch mal nachbestellen. Genau, das ist aber davon reden, wir müssen noch nachbestellen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne da lassen, ob ihr dieses Lindemann-Album, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, bei der Standardvariante ist halt nur die CD und eine Hülle, das war's. Also wie eine stinknormale CD gemacht, ne? Wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne Kommentare lassen, wie euch dieses Album gefallen hat. Und da würde ich sagen, macht's gut, tschüss.